Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Beim Tata Steel Masters in Weikernsee sind zwei Runden absolviert und heute schauen wir uns die Partie an zwischen dem deutschen Großmeister Alexander Donchenko und Fabiano Caruana, die Nummer 2 der Weltrangliste. Vorher aber noch der Hinweis, heute Abend streame ich ab 18 Uhr live auf Twitch. Kommt vorbei, Thema heute, ein bisschen Taktik, ein bisschen Reaction-Videos, ein bisschen Zocken, ganz lockerer Wochenauftakt. Ja, Alexander Donchenko, die deutsche Nummer 1 oder Nummer 2, weiß ich jetzt gar nicht, hinter Blühbaum, aber die sind so nah beieinander, das ändert sich ständig. Kam wie die Jungfrau zum Kinde im Prinzip, zu dieser Einladung, weil Daniil Dubov, der russische Großmeister, den wir gerne dort gesehen hätten, im letzten Moment absagen musste, wegen eines Covid-19-Falles in seinem näheren Bekanntenkreis. Der Auftakt für Donchenko in der ersten Runde nicht so schön, hat verloren gegen Grandelius mit Schwarz. Caruana Nummer 2 der Weltrangliste, nach Carlsen eigentlich der beste Spieler der Welt im klassischen Schach. Ja, und schauen wir uns mal an, was jetzt hier passiert ist. Donchenko beginnt mit Weiß und startet mit D4. D4, D5, C4, C6, slawisches Damengambit. Wir haben in letzter Zeit auf dem YouTube-Kanal häufig solche Partien gesehen mit normalen Damengambit, ne? Solche Geschichten hier. Ne? Und dann zum Beispiel die Partie von Magnus Carlsen gegen Firuzja. Ne? Die war doch so. Springer C3, Springer BD7, ne? Läufer G5. So ging die Partie, die ich gestern vorgestellt habe, die Magnus Carlsen gewonnen hat mit Weiß. Hier spielt Caruana allerdings C6, das ist das slawische Damengambit. Das ist auch ein guter Zug, weil es den Bauern deckt, ne? Mit einem Bauern. Und Schwarz behält sich vor den Läufer hier, nicht einzusperren wie beim abgelehnten Damengambit, sondern frühzeitig hier nach F5 oder G4 zu entwickeln. Vor die Bauernkette und danach mit E6 die Bauernkette zuzumachen. Ähnlich wie auf E4 Schwarz mit Karo kann. Ne? Das ist eine ähnliche Idee. Okay, D4, D5, C4, C6, Springer F3, Springer F6, E3. Alles normale Entwicklungszüge. E3 wird von Weiß häufig gerne gespielt. Die Idee ist, nach Läufer F5, Springer C3, E6, diesen Läufer hier zu jagen. Und zwar mit Springer H4. Das ist eine der Ideen in dieser Variante mit E3. Greift den Läufer an. Weiß möchte einfach das Läuferpaar gewinnen. Ne? Sich das Läuferpaar sichern. Läufer E4. Sieht ein bisschen komisch aus, den Läufer dahin zu stellen, aber Schwarz provoziert den Zug F3. Noch eine kleine Schwächung, bevor er zurückzieht nach G6. Springer schlicht E4 übrigens wäre nicht gut, wegen D schlicht E4 und dann hätte Schwarz Weiß schon leichte Probleme mit dem Springer hier auf H4, ne? Weil er hat kein Rückzugsfeld. Und wahrscheinlich muss man sowas wie G3 hier spielen. Ne? Ja, macht man nicht mit Weiß, man nimmt hier nicht raus, man spielt F3, treibt den Läufer zurück. Jetzt geht es hier weiter mit Läufer D2, entwickelt den Läufer, Läufer E7. Jetzt schlägt Weiß auf G6, H schlägt G6. So, Weiß hat sich das Läuferpaar gesichert. Hier einen kleinen Doppelbauer für Schwarz. Aber alles bekannt, alles schon zigmal gespielt. Die Partie nimmt jetzt aber eine Wende in den nächsten Zügen, die man nach den strategisch-positionellen ersten Zügen eigentlich nicht erwartet. So, im ersten Moment denkt man sich, ja, Weiß spielt das ganz ruhig, möchte Läuferpaar, wird sich dann kurz ruchieren, ne, und dann halt das Ganze positionell mit dem Läuferpaar weiterspielen. Nee, Donchenko spielt Dame C2 und bereitet die lange Rochade vor. Meistens wird an dieser Stelle hier Dame B3 gespielt, Dame C7 und dann lange Rochade. Ich muss zugeben, dass ich mit den Feinheiten dieser Variante nicht so vertraut bin. Ich hatte jetzt auch nicht so die Lust, mir das näher anzuschauen. Ich habe nur gesehen, dass Dame C2 halt deutlich seltener gespielt wird. Gut, Springer BD7, lange Rochade. A6. Ja, und was jetzt kommt in den nächsten 10, 15 Zügen, ist sehr einfach zu verstehen, weil wir haben hier heterogene Rochaden, beziehungsweise der schwarze König steht in der Mitte, der weiße König ist zum Damenflügel hin und beide Seiten verfolgen jetzt einen ganz einfachen Plan. Sie wollen auf entgegengesetzten Flügeln beziehungsweise im Zentrum attackieren. Weiß beginnt hier mit G4 auf der Seite. Aus meiner Sicht ist E4 hier etwas logischer, um einfach noch einen weiteren Bauern im Zentrum ins Zentrum zu stellen und den Einfluss im Zentrum zu erhöhen. Gut, G4 kann man spielen. D schlicht C4, Läufer schlicht C4, B5. Das hatte Schwarz vorbereitet mit A6. Läufer E2, C5. Alles super logisch. Lauter Bauernzüge, ne? Schwarz hat zwar die drei Leichtfiguren entwickelt, aber der König steht in der Mitte und die Schwerfiguren spielen auch nicht mit.
Also goldene Regeln werden hier so ein bisschen missachtet. Das liegt natürlich an dieser scharfen Stellung, ne? Weil Weiß hat sich entschieden, jetzt den König hierhin zu stellen. Und es ist ja logisch, was Caruana macht. Er schiebt einfach die Bauern am Damenflügel vor. Hier ging es weiter mit D5, einem Bauernopfer von Weiß. Das ist noch okay. Man hätte auch auf C5 schlagen können. D schlägt C5, Springer schlägt C5. Allerdings wollte Weiß die C-Linie nicht öffnen. Na? König B1, Turm C8. Offensichtlich steht der Turm hier sehr gut auf der offenen C-Linie. Und die weiße Dame fühlt sich da auch nicht besonders wohl. Es kommt gleich B4 mit Angriff auf den Springer. Das sind so Gründe, vermute ich, warum Donchenko hier D5 gespielt hat und Bauern geopfert hat. Schwarz nimmt den Bauern, Springer schlägt D5, Springer schlägt D5, E schlägt D5. F4. B4. Ja, sehr kompromisslos gespielt von beiden Seiten, ohne Zeitverlust, ja. Weiß, bam, bam auf der Seite, Schwarz auf der anderen Seite, bam, bam. Und auch viele Bauernzüge auch, ne? Da wird nicht irgendwie groß entwickelt. Der König steht immer noch in der Mitte, unglaublich. Wird er überhaupt noch rochieren? Ihr könnt ja mal für euch die Frage beantworten. Wird dieser König nochmal rochieren? Ja, solche Suggestivfragen, da ist die Antwort in der Regel klar. Jetzt dachte Donchenko sage und schreibe hier 37 Minuten nach. 37 Minuten und spielte E4. Das ist noch okay. Kann man spielen. Aber 37 Minuten zeigt schon, wie komplex die Stellung ist, wie scharf die Stellung ist. Für diejenigen unter euch, die sich gerade fragen, wie geht das, 37 Minuten? Das sind klassische Partien. Die spielen 100 Minuten für die ersten 40 Züge plus 50 Minuten für die nächsten 20 Züge, irgendwie sowas. Und dann 15 Minuten für den Rest. Immer 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Also klassische Partien, die gehen halt so 3, 4, 5 Stunden. Ja. Das ist klassisches Schach. Nicht Online-Gezocke, ne? Kein Bulletin, kein Blitzen, wo 1000 Fehler passieren. Nein, hier klassisches Schach. Aber auch hier passieren Fehler. E4. Jetzt dachte Caruana 33 Minuten nach und spielte D4. Ich finde den Zug logisch, muss ich sagen. Die Bauern kommen hier angerollt. Ja. Das sieht schon sehr unangenehm aus. Gut, das Einzige, was man sich überlegen könnte, ist, was mit diesem Feld hier ist. Eventuell könnte Weiß das blockieren mit Läufer C4. Aber Weiß spielte hier E5. E5 ist ein Fehler. Das geht konkret nicht. Ich muss aber mal kurz gucken. Ich habe völlig vergessen zu analysieren, was hätte er lieber machen sollen, besser machen sollen. H4 hätte er machen sollen. H4. Sicher? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. König B1 vielleicht. König B1. König B1 findet etwas mehr Vertrauen. Schenke ich etwas mehr Vertrauen, wenn ich ehrlich bin. König B1. E5 hat den Nachteil, dass Schwarz hier, und Caruana sah es nicht, oder beziehungsweise hat es nicht richtig berechnet. Schwarz kann hier schon einen großen Vorteil erlangen, wenn er sofort C4 spielt. C4 spielt. Den Bauern zu opfern, weil hier Dame und König auf der C-Linie stehen. Springer B6, König B1, Turm C8, B3 einziger Zug, Springer schlägt C4, B schlägt C4 und hier ganz stark Turm H3. Und tatsächlich ist es so, dass Stockfisch hier anzeigt, dass Schwarz auf Gewinn steht. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und habe versucht, Züge zu finden, habe ein paar Züge eingegeben für Weiß und tatsächlich, hier hilft nichts mehr. Ne? Weiß ist paralysiert hier, der weiße König steht da extrem offen. Schwarz hat extrem viele Ideen, hier am Damenflügel anzugreifen und Weiß kann nur tatenlos zuschauen. Nun gut, nach E5 spielte allerdings Caruana Springer B6. Auch sehr logisch. Der Springer unterstützt hier C4. Und hier nach wieder längerem Nachdenken spielte Donchenko E6. Der Zug sieht logisch aus, greift den F7 an. Ja. Ist aber nicht, ist kein guter Zug. Das Beste wäre gewesen, Dame E4 hier. Die Dame zu zentralisieren und hier ist die Stellung noch spielbar für Weiß. E6. Und jetzt kommt ein ganz, ganz starker Zug von Caruana. Er ignoriert das einfach hier, den Angriff auf F7 und sagt einfach völlig korrekt, es geht hier um Zeit, ich muss ganz schnell angreifen und spielt Dame D5. Greift hier den Bauern A2 an. Das war auch der Sinn von Springer B6, der Dame den Platz frei zu machen, ne? Die Linie frei zu machen. E schlägt F7 Schach. Und jetzt ganz wichtiges Verteidigungsmanöver. Anstatt hier den Bauern zu schlagen, gierig, spielt man König F8.
und stellt sich mit dem eigenen König vor dem gegnerischen Bauern. Dieser Bauer bildet im Prinzip so eine Art Schutzschild. Ja, König F8. Ja, was soll Weiß machen hier? Wenn er jetzt mit dem König den Bauern deckt hier, dann kommt einfach C4. Ja, C4. Und die schwarzen Bauern überrollen die weiße Stellung. Ne? Hier geht gar nichts mehr. Der Läufer unterstützt hier noch. Ne? D3 droht mit Gabel. Hier steht Schwarz auf Gewinn. Beziehungsweise der Angriff ist zu stark. Weiß versuchte am Königsflügel weiter anzugreifen. H4. Man muss sagen, sehr kompromisslos gespielt von Donchenko. Wirklich holla die He nach vorne alles. Einfach mit offenem Visier. Dame schlicht A2. Dame schlicht G6. B3. Wir sehen hier, das ist schon sehr unangenehm für den weißen König. Deswegen macht Donchenko ein bisschen Luft, Läufer E1. Jetzt kommt aber C4, kommt der nächste Bauer angerollt. Tja, was soll hier Weiß machen, ne? Turm schlägt D4. Schwarz hat den Bauern geopfert, aber Caruana hat das sehr, sehr gut berechnet jetzt hier. Springer A4. Droht auf B2 zu schlagen. Das kann Weiß natürlich nicht zulassen, ne? Weil der weiße König dann einfach. Weiß kann das nicht zulassen. Hier, Dame schlägt B2. Es gibt hier kaum Züge. Läufer C3 verliert einfach wegen Springer schlägt C3, B schlägt C3 und hier Dame schlägt D2 zum Beispiel. Erstmal ein Läufer mehr und tja, der König hier, das sieht alles nicht gut aus. Ne? Läufer A3 Schach droht hier ganz stark. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie, das weiß ich, irgendwie retten kann hier. Kann er auch nicht. Nach Springer A4 kam Dame B1. Donchenko versucht mit der Dame alles zu decken. Und es kann sein, dass er den Gewinnzug von Schwarz übersehen hat. Und jetzt seid ihr gefragt, Multiple Choice, wie lautet hier der Gewinnzug für Schwarz? Ist es C3? Hier ist es C3. Ist es Läufer A3? Oder ist es Turm C8 mit der Idee C3? Was meint ihr? Multiple Choice, es gewinnt hier Läufer A3. Ein richtig geiler Zug. Läufer A3. Läufer A3. Tja. Warum gewinnt das hier? Ganz einfach. Wenn man den Läufer schlägt mit B schlägt A3, kommt einfach B2 Schach, König C2, Dame B3 Schach, König D2, Dame C3 Schach, König D1, Dame schlägt D4 Schach. Man hat hier schon eine Materialvorteil, aber nach König C2, Dame E4 gewinnt man sogar die Dame auf B1. Na, völlig hoffnungslos. Man kann den Läufer nicht schlagen, dann wird Weiß überrollt. Was gibt es hier noch? Läufer C3. Gut, dann schlägt man einfach hier weg. Schach. Der Bauer ist gefesselt. Es macht keinen Sinn, Läufer C3 zu spielen. Schach ist es nicht, aber der Läufer kann einfach geschlagen werden. Turm D2 kommt einfach C3. Na? Ähnliche Ideen. Donchenko probierte Dame schlägt A2, B schlägt A2 und König C2. So, und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Schwarz. Das Problem ist, dass nach A1 Dame kommt Läufer B4 Schach. Läufer B4 Schach, Läufer schlägt B4 und Turm schlägt A1. Springer B6. Hier hat Schwarz eine Figur mehr, aber noch ein paar technische Schwierigkeiten, weil Weiß hat immerhin zwei Bauern. Erstmal. Und der C4 hängt und ja. Es ist viel, viel souveräner, wie es Caruana gespielt hat in der Partie. Er spielt hier Turm B8. Ganz, ganz stark. Möchte auf B2 schlagen mit Schach. Ja, hier gibt es keine Lösung. Ne? Den Läufer zu schlagen hier, kommt einfach Turm B2 Schach und A1 Dame. Schachmatt. Stattdessen besänftigte Weiß den Schwarzen oder versuchte ihn zu besänftigen mit einem Opfer. Turm D8 Schach, Turm schlägt D8, B schlägt A3, auf diese Art und Weise. Nicht vergessen, A1 Dame folgt Läufer B4 Schach. Da, nicht da. Gefolgt von Turm schlägt A1 und dann ist die Dame wieder weg. Deswegen müssen wir erstmal C3 spielen. Blockieren den Läufer. Der geht nach G3. Der Turm deckt jetzt das Feld A1, aber es ist zu spät. Turm D2 Schach, König B3, Springer C5 Schach und hier gab Weiß auf. Ne? Hat Material weniger. Der König, wenn er nach vorne geht, hier gibt es verschiedene Ideen. Turm schlägt
Turm schlägt E2 zum Beispiel. König schlägt C5. Meine Güte, König schlägt C5. Und, naja, Turm B2 vielleicht, ne? Mit der Idee Turm B1 hier. Und dann A1. Ja, man muss sagen, sehr, sehr mutig gespielt von der deutschen Nummer 1, Alexander Donchenko, gegen einen der besten Spieler der Welt. Aber man sieht, warum Caruana die Nummer 2 der Welt ist. Er hat den wirklich knallhart ausgekontert, ne? Und ich bin gespannt, wie es weitergeht für den deutschen Teilnehmer in Balkansee. Ob er weiter mit offenem Visier spielen wird. Ist natürlich sein erstes Top-Turnier. Das erste absolute Top-Turnier, an dem er teilnimmt. Ne? Hat er sich aber verdient, weil er in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren sich peu à peu in die erweiterte Weltspitze gespielt hat. Und nach zwei Runden führt übrigens Nils Grandelius, der schwedische Großmeister, 2-2. Carlsen, zweite Partie, hat er Remis gespielt. Das Turnier ist aber lang, bis zum 31. Januar. Ich werde berichten bis dahin, wahrscheinlich täglich mit einer Partie des Tages. Ich hoffe, das findet euer Wohlwollen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis denn.